Hallo und willkommen, Freunde meines Kanals. The King Element 180 MHz, damit den Level aber noch abändern hier. Hm. 15 Minuten für die Partie gegen Komet. In der DOS-Box. Die hat auch 180 MHz. Hm. Ich habe als Referenz einfach genommen, was bei DOSBox Performance ist. Hab das dann durch die Gigahertz geteilt. Das ist auch ein Dual-Core, aber mit mehr Gigahertz. Hab das durch die Gigahertz geteilt und mal die Gigahertz von ihm multipliziert. Und dabei ist 180 rausgekommen. 60 Züge, 15 Minuten. Kann ich hier Z-Move. Warum über Z-Move? Oben steht auch Z gleich Move. Tja, weißt du was? Da habe ich mal soeben entschieden, dass ihr The King Weiß bekommt. Wenn er nicht will, dann nimmt es ein anderer. Ich wäre drauf gekommen. D4. D5. Was war noch tonlos? Oh, E4. E6, das will er aber nicht. Springer D2, geht da irgendwo, ist irgendwo Ton? Da bin ich kein so großer Fan von Ton. Also tonlos. So, die können weg, die da. Noch hat sich keine Dame geholt. Dame D5. Soll das so eine Art Skandinavier werden hier? So, das war's an Theorie. Ja, ich bin da kein Fan von. Wenn die keinen Ton von sich geben. Ich mach dir mal ausnahmsweise hier den Komet. Komet B.62. Da muss man halt immer so den Bildschirm im Auge behalten, weil man hört es ja nicht. Läufer C5, weil warum gibt er keinen Ton von sich? Aber noch Theorie. Springer F3. Next back new exit save load move. Angeblich Z gleich move, macht aber nicht. V gleich war, T gleich level. Ach, es kann doch sein, dass er Z, obwohl Z ist ja. Ja, doch, kann sein, dass er Z gar nicht macht hier. Ich weiß gar nicht, was der PC hat. Die rechte Tastaturhälfte wird gar nicht richtig interpretiert. Das heißt, da sind ganz andere Sachen, die dann da stehen. Deswegen habe ich eine externe Tastatur angeschlossen. Um das dann darüber zu machen. So, Läufer C4, mal die Dame angreifen. Ich finde das nicht so spannend, dieses Dame D5 schlägt. Ich ehrlich bin, Dame H5. Hashtable 16.383k. Also 16 Kilobyte. Das ist jetzt auch nicht wirklich viel. Eigentlich gar nichts. Oder es ist K-Stimme für Kilobyte. Springer D2 B3. Der ist sogar noch von 2001 hier. Weil da stand Copyright von, was ist denn, 99 bis 2001. Aber sonst schreibt er nicht so viel. Selektiv. Ich bin ja kein Fan von so Programmen, wo mit N oder X oder was weiß ich drücken, die Optionen gemacht werden. Ich mag eher so Pull-Down-Menüs. Das ist eigentlich das, was sein sollte. Kann man da nicht einfach wegrochieren? Was spricht denn dagegen? Da ist doch nichts, was irgendwie gefährlich werden könnte. Weiß ist gleich komplett entwickelt. Und Schwarz hat ein paar Mal die Dame gezogen. Also Dame D5, ich weiß nicht. Ja, verhindert eventuell Isolan. Jetzt bin ich wieder drauf gekommen. Das kann ich ganz besonders gut. Guter Läufer war angegriffen. Also Rochade war natürlich Quark hier vom Depot. Das größte Glück dieser Computer ist, dass ich nicht spiele. Oder dass ich nicht für sie spiele.
Also abwechselnd. Einmal ein Computerzug, einmal mein Zug. Passiert wahrscheinlich 10 Mal, dann stürzt der Computer ab. Er konnte es nicht mehr ertragen. Dame G2 schlägt Läufer B4. Ja, wieder eines dieser sinnfreien Schachgebote. Machst du da einfach Bauer C3. Dann mal gucken, kurz gucken, was es denn ist hier, dieses Dame D5. Französisch Tarrasch offen. Ja, C3 einfach. Muss der Läufer, Dame G2 schlägt, geht er jetzt gar nicht wegen Turm G1. Greift die Dame an, die muss dann ziehen. Und danach hängt einfach der Läufer. Also Läufer B4 Schach war schon eine sehr schwache Nummer. Vor allem da der Läufer ja schon gezogen hatte. Ich habe zwar schon mal gesehen, Läufer F8 B4 Schach oder Läufer F1 B5 Schach. Aber sowas wie Läufer C4 B5 Schach oder Läufer C5 B4 Schach habe ich noch nicht gesehen. Da halte ich nicht viel von. Können jetzt einfach rochieren. Der Thorsten Zup hat mir geschrieben in den Kommentaren, dass er wäre kein Fan von dieser DGTP, weil die Einstellungsmöglichkeiten doch sehr limitiert wären. Ich vermute mal bei weitem nicht so viel wie beim The King Element. Da kannst du ja wirklich sehr, sehr viel einstellen bei dem The King Element. Eigentlich sind da kaum Wünsche offen. Einzige wäre vielleicht die Öffnungsbibliothek, die muss ja erstmal einer schreiben. Die Öffnungsbibliothek, die müssen ja auch irgendwo herholen. Die Bibliotheken, was willst du da machen? Also diese, als Beispiel, mal die Polga-Bibliothek, die ist jetzt auch nicht so wahnsinnig dramatisch spannend. Ich wüsste jetzt gar nicht, welche Eröffnungsbibliothek man dann nehmen könnte. Emschess. Emschess hatte eine wirklich sehr gute Eröffnungsbibliothek. Das muss man ehrlich zugeben. Also eröffnungstechnisch und spielstilmäßig ist... Ich kann auch nicht dauernd Emschess spielen lassen. Dame H5. So, momentan bin ich wieder ein bisschen auf dem PC hier drauf. Auf dem PC. Weiß ich gar nicht, wie ich das jetzt nennen soll. PC-Turn. Ayran, Lidl. Muss ich, vielleicht gehe ich heute doch einkaufen, tue ein paar Sachen noch. Ich weiß auch noch nicht genau. Wir haben wohl ein Bad. Badtrimmer holen. Weil der, den ich habe, ja, da steht nicht der Akku leer. Der ist aber schon 10 Jahre alt, oder? Ist ja nicht 10 Jahre, ich glaube, das täuscht mich. 10 Jahre nicht. Da war ich doch noch eben. Da war ich doch im Handweiser arbeiten. Das war so 2014, da ich mir den geholt. Also, es ist schon sehr lange, dass ich den habe. Wenn er so lahm läuft, dann geht das ja gar nicht. Werde mal etwas besseren holen. Gucken, wo man das machen kann. Will mich auch kein Nikolausbart wachsen lassen. Springer D6. Die ziehen jetzt aber überraschend schnell hier andauernd. Also ich sage nicht, dass sie jetzt wieder eine Öffnungsbibliothek ist. Die rechnen einfach mit ihren Zügen. Ich meine, Komet, ist das nicht auch bei Fritz mit dabei? Ich meine, ich habe Komet auch bei Fritz gesehen. Dann wäre da ein Geschwindigkeitsunterschied zu stark. Er 300 MHz und Komet auf dem Dual-Core 2 GHz. Meint wäre auch nur, wenn er einen nutzt. Ein Kern, oder wie sich das nennt. Dann wäre es immer noch 2 GHz. Dann nehme ich lieber den Komet hier und passe das Syncing-Element der Geschwindigkeit an. Und 2 Tage noch arbeiten, wieder Wochenende. Lipo, der hochmotivierte Mitarbeiter. Freut sich wieder aufs nächste Wochenende. Was mit. Ach, E5 geht ja gar nicht. Man, theoretisch könnte man es machen auf E5 oder kommt Läufer E5, Springer E5, ja, würde ich auch die Figur verlieren. Es wäre zumindest E7, G6.
Notiz ans Gehirn. Keine Programme mehr nehmen, die keinen Sound haben. Fritz hat komischerweise in der Lostbox auch keinen Sound. Aber man kann es auch nicht mal einstellen hier, das ist das Problem bei der Sache. Ich sehe noch nicht mal, bin ich wieder dran gekommen? Ich sehe ja noch nicht mal hier die Option dafür. Help. Da muss man dann Help machen. Da muss ich die Tastatur darunter heben. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist hier. Die Tasten funktionieren schon generell, aber es stehen andere Sachen. Was hier. A4. Bei 0 meinetwegen Schrägstrich oder sowas in der Art. Ist ja schon mal ganz gut, dass man überhaupt eine externe Tastatur anschließen kann. Ganz komisch. Den habe ich auch schon ein paar Jahre. Und da war er noch schon, war schon gebraucht für 89 Euro. Man, für sowas reicht das vollkommen aus. Springer A5. Springer C8 schlägt. Ja, das Problem ist jetzt. Was ist das Problem? Ja, doch. Wenn er jetzt den Läufer am Anfang schlagen würde, dann wird er erst hier im Schach. Nach geht er nicht das Schachgebot. Da würde einfach der Turm hängen. Das Problem ist, der Lipo, sein Gehirn ist gänzlich abgeschaltet. Ja, es droht erstmal Turm D8 schlägt. Deswegen muss der Turm jetzt hier nehmen. Und dann kann, oh, Läufer E6 schlägt. Einfache Taktik. Wenn der Bauer schlägt, schlägt die Dame mit Schach und der Turm hängt. Läufer G4. Und nimmt sich den Bauer mal mit an. Bauer ist ein Bauer, denn ein Bauer ist ein Bauer. Ja, man kann aber auch Turm E2 schlägt machen und auf, muss man die Dame überhaupt schlagen? Kann man nicht Turmschach geben? Turm D8 Schach, der Springer muss dazwischen, Läufer D6, das tut der Läufer, ja, Läufer D6 tut er erstmal matt. Will ich auch gemacht, erstmal Zwischenschach. Ich meine, die Grafik kann man sich aber zumindest angucken. Ja, sieht nicht geil aus, die Grafik, ein bisschen. Ja, wie soll man, künstlerisch wertvoll. Man hätte aber auch Läufer D6 machen können, das tut doch erstmal matt. Oder wäre damit C5 gekommen. Ist doch schon entschieden. Ha. Das Problem ist, es droht ja auch Läufer. Ach, Läufer D6 droht doch einfach. Läufer G3 schlägt. Da geht die Figur hängt. Also die Qualität geht verloren. Obwohl. Es ist nicht einfach. Läufer G3 schlägt, Turm A8 schlägt, Läufer F2 schlägt, Schach, König F1. Dann bleibt ja Turm B2 schlägt. Er kriegt ja was dafür. A5, C6. Der Lippo glotzt aus glasigen Augen noch auf dem Bildschirm, während dieser schon gezogen hat, der Computer. Mein Gott, was ist denn los hier? Mann. Ich glaube, das bleibt wohl eine einmalige Sache, hier Komet spielen zu lassen. Welchen PC hätte, meinetwegen mit 200 MHz, auf dem diese Schachprogramme laufen, dann könnte man das besser machen. Dann würde ich ihn auch auf 200 MHz stellen. Ich weiß nicht, ob dann PC nicht doch noch im Vorteil wäre. So ein Pentium 2 mit 200 MHz. Ob der nicht ihm gegenüber doch im Vorteil wäre, wenn beide mit 200 laufen. Läufer G3 schlägt. So. War ein Bauer mehr. Läufer F3 greift den nächsten Bauern an. Mein
muss auch ziemlich viel Drucken suchen von der Maus. Ich glaube, das sieht eher ein Programm, sonst funktioniert die da auch normal. Die hat ja normalerweise nicht diese Spirenzchen. Ich glaube, die DGTP ist interessant, wenn man sich sowieso eine DGT holen will. Eine Schachuhr. Und dann hat man als Bonus noch diese Schachprogramme dabei. Ah, genau wie der Centaur. Der soll auch so stark limitiert sein. Ich meine, mit Centaur, da haben findige Anwender die Möglichkeit gefunden, die Emulatoren drauflaufen zu lassen. Quasi die Engines drauf gemacht und aus dem Centaur dann eine Art Emulationsschachcomputer zu machen. C7, D7. Ist natürlich noch ein weiter Weg, um das zu gewinnen. Das ist jetzt nicht. Schaut da plus 1,24, aber das ist ja plus 1,14, das ist ja der Bauer. Der Springer könnte natürlich theoretisch trotzdem ziehen. König F2. Ach, ich muss einfach nur länger die Taste drücken. Wir brauchen eine Zeit, um das zu verstehen, was ich hier mache. Erzählt aber countdown-mäßig die Uhr, das ist schon mal interessant. Ich glaube, wenn er 60 Züge hat, wird er wohl wieder bei 10 weitermachen. Oder jedenfalls die Restzeit, wenn du noch eine Minute über hast und 60 Züge hat man 11 Minuten. Aber er schreibt nicht viel, er schreibt nicht irgendwie. Ja, Rechentief oder sowas, das schreibt er alles nicht. Weißt du, wo man die Türme tauschen kann? Der Springer wäre erstmal inaktiv, der müsste B7 decken. Der König würde nach B6 gehen. Das Endspiel müsste doch eigentlich gewonnen sein. Bauer D4. Ja, ich muss einfach länger drücken, die Taste. Na, ist ja schon eine klasse Sache, dass es sowas wie die DOS-Box überhaupt gibt. Muss ich keinen alten PC kaufen? Und dann wirst du ja an die PC-Hardware gebunden. Das wäre das Problem. Je nachdem, wie schnell oder langsam der PC wäre. Meinetwegen denn. Hat irgendwas gezogen? Habe ich irgendwas nicht gemacht? König F8. A5 blockiert jetzt den Damenflügel. König E7. Meinetwegen ein 486er mit 66 MHz als Beispiel. Dann wäre mehr auf diese Hardware limitiert. Da würde man nicht machen können. Verlangsamen oder beschleunigen die DOS-Box. Wie ich mal meinte, dass wir jetzt A6 ziehen danach, wenn er den schlägt, der Läufer B7 schlägt. Das kann doch nicht gehen. Läufer B7, Springer B7, A6. Ist das nicht zu verhindern, die Damenumwandlung? Also wo will der Springer dann hin, um A7, A8 zu verhindern? A6 greift erst mal den Springer an. Den kannst du aber nicht. Ja, man könnte auf. Geht das Springer B7, A6, König D7? Dann geht auch einfach A7. Den konnte er gar nicht nehmen. A6, König C7. Ja, zieht doch einfach den Läufer weg. Ja, ich muss die Taste ein bisschen länger drücken in der DOS-Box. Und dann hätte man immer noch einen 30 Jahre alten PC. Da bezahlt man auch ziemlich viel für so alte PCs. Also 486er PCs. Ich habe die schon für 900 Euro gesehen. Und dann hast du einen 30 Jahre alten PC für 900 Euro. Also auch das muss dann erstmal das Betriebssystem und alles haben.
Ja gut, bei solchen Preisen wird das wohl dabei sein. Also, da müsste man noch die Schachprogramme haben. Und da kommst du bestimmt ganz leicht auf drei bis vierstellige Summen. Also nicht für ein Schachprogramm, aber wenn du jetzt so 10, 20 Stück zusammen kaufen willst. Ich könnte mir vorstellen, dann in der DOS-Box hast du die ganzen Rebell-Versionen. H6. Hebel 6, 7 und wie die 8, 9, was das alles ist. Komm überhaupt mal an Rebell. Das kostet ja wahrscheinlich schon einiges. So ein Original-Rebell, original verpackt. Der einzige Weg wäre dann quasi Kopien zu haben. Sicherheitskopien. Der Programm. Es hieß halt damals immer Sicherheitskopien. Auch die Kopierprogramme zum Erstellen von Sicherheitskopien. C7B8. Also ich habe hier von den Spielen, die ich hier habe, von den Konsolenspielen, diese Xbox 360 und was alles ist, oder PlayStation 2 und alles, die laufen alle. Komischweise bei dem, da braucht man dann Sicherheitskopien. Bei C64, das war schon normal, dass man so eine Diskettenbox hatte, den ganzen Spielen, dann hat man sich die alle rauskopiert, die Spiele. B8A7. Da hat man sich gar keinen Kopf darum gemacht, dass das Raubkopien wären. Die einzige Intention von einem war das, ich habe nichts Geld für kaufen Spiele, ich kopieren. So, deswegen hast du die Spiele kopiert. Obwohl, ich habe damals auch Spiele gekauft. Da war in Kastrup so ein Laden, da konnte man die Spiele kaufen. Da habe ich mir noch CPC 464 Spiele gekauft. Diesen von Datasette. Meine Güte, lange ist es her. Gauntlet. Da gab es für Gauntlet gab's noch. G4. Da konnte man so Zusatzlevel verkaufen für Gauntlet. Dann hat man die Kassette konnte man dann da reinmachen in den CPC. Kann man sich kaum mal vorstellen. Was ich recht interessant finde ist, ich habe mir diese Soundmaschine, stand da glaube ich drauf geholt, mit CD-Player und Kassettendeck und Radio. Das Interessante ist, dass bei diesem Kassettendeck diese Kopiertaste gar nicht mal dabei ist. Der hat nur Play und Stopp und Vor- und Zurücklaufen und jedenfalls kann ich nicht aufnehmen. Man könnte eh nur vom Radio aufnehmen. Ich meine, das war damals auch schon nicht mal möglich. Dass irgendwie so ein Stereosignal mitgesendet wird, dass man das nicht aufnehmen kann mit Kassetten. D8B7. G3. Was ich interessant finde, ist, dass er gar nicht den G-Bauern schlägt. Auf die Idee kommt er gar nicht. Auf Laufen. Man hätte ja auch statt G3 hätte man auch. Warum hätte man nicht auch stattdessen Läufer steht G6 machen können? Warum wird er gar nicht geschlagen? Was droht denn da? Gut, Springer A5 steht Bauer D6, dann ist der Bauer bestimmt durch. Dann gibt es wohl keine. Ich tippe das einfach mal. Dann gibt es wohl keine Springerroute, den einzuholen. Springer A5, D6, König B6, D7, König C7, dann ist ja der Springer weg. F5. Kaum ist der Lippo eingeschlafen, schon mitgezogen. So, das werde ich aber nicht nochmal machen. Dass ich einen ohne Sound nehme. Das ist durchaus eine interessante Partie. Er ziert sich noch so lange hier, bis er dann vielleicht was macht. Was ist denn machen, was er auf was schlägt? Das Problem ist, dass sich jetzt noch ein Freibauer bildet auf der am Königsflügel. Jetzt müsste aber die Schlag-Session mal beendet sein hier. Jetzt ruht er schon G5, G4, G5.
Und dann gibt es, wenn er den noch weiter entfernt haben will, den macht er auf G5, schlägt ihm H5. Und dann ist spätestens der Springer überlastet, da kann ich alle Bauern halten. Permanent Brain Hit. Springer A5 schlägt. G4, jetzt hofft er sich den nächsten Freibauern. Ja, ist wahrscheinlich total pleite jetzt. Er schreibt hier 3,53 plus. Wie willst du den Bauern stoppen? Muss ja schon der Meister des Springerruten sein jetzt hier. G5. Okay. Bin da lieber vorsichtig, nachher wird dir doch H5 gezogen. Ist ja nicht auszuschließen. Springer D6, da muss der Läufer erstmal weg, meinetwegen nach D3. Er hat Tod vor sich gegeben. Wie komme ich denn zu dieser Ehre? Vielleicht war das eher der Ton, dass die Minute unterschritten wurde. Aber warum macht er jetzt einen Ton die ganze Zeit nicht? Alles andere macht er keinen Ton, aber in dem Moment, der einzige Moment, wo er einen Ton macht. Oder macht der Programmierer dieses Programms, dass es einen zu sehr irritieren würde, wenn man hier Töne hätte. Ja gut, der kostet jetzt den Springer. Also muss er noch Springer F6 ziehen oder nicht? Springer F6, Läufer E6. Der Bauer droht ja mit Schach zu fallen. Da muss es aber auch eine Möglichkeit geben, den Ton anzuschalten. Er hat ja Ton. Läufer schlägt Bauer mit Schach. Was willst du jetzt machen? König B6. Sag ich eh, alles egal, alles pleite. Ist ja kein Selbstläufer. Also da würde es mich mal so interessieren, so ein bisschen. Ja, eine Endspieldatenbank würde das wohl mit Weiß gewinnen. Aber wie die das mit Schwarz spielen würde. Bauer D6. Weil du musst ja einen Bauern überbehalten. Das bringt ja nichts, wenn er die beiden Bauern, dafür kriegst du den Springer. Dann hast du trotzdem Remis. Also es wird für den Zugzwang ausarten. Weil der König ist der Einzige, der ziehen kann. Ansonsten zieht der einer der Bauern durch. D7, Springer D7, G7, Springer F6. Machst du Bauer D7 und dann kann man es gar nicht mehr verhindern. Hukönig C7, es ist halt kein Selbstläufer. Jetzt holt er aber den Denker raus hier. Gut, die 60 Züge wird er gar nicht erreichen. Ein Schachgebot, ich habe ein Schachgebot. Okay, wohin? Das weiß er noch nicht genau. Was noch ein Schachgebot? Check it again. Springer E3 Schach, König D4 Springer F5 Schach. Da kann ich hoffen, dass er dann nicht auf den Sieg besteht. Weil dann mache ich einfach User-Anschalt, dann ist doch gewonnen. König D4. Gott sei Dank, er reklamiert nicht. Es hat nur 0. Weil er ziert sich wieder wie eine Zücke im Milchärmer hier. Springer G8. Kommt bestimmt König E6, König C6, D7.
lasse nochmal Schach auf C5. Und Springer F8 Schach, König F6, Springer G6. Ach, reicht das zum Remis? Das Remis. Wow. Jetzt kommt der Springer, steht G6. Ach, und Bauer D7. Ach, schade. Ich dachte, Springer G6, König G6. Also König A5 ist ja schon hier innere Stagnation. Das bringt es ja dann auch nicht. Die Dame schon mal nehmen. Aber eine spannende Partie. Das hat er zwar gewonnen, aber... Ja, wie gesagt, Springer G6 scheitert am Bauer D7. Dann zieht der Bauer einfach zur Dame durch. Also nicht Springer G6, schlägt zwei Fragezeichen. Und dann einfach... König C6 und der Bauer kann nicht gehalten werden. Und hier können wir langsam die Lagen zumachen. Das ist, Weiß holt sich eine Dame, das ist gar nicht zu verhindern. Und ich weiß nicht, man könnte natürlich auch den Bauern einfach den D-Bauern vorziehen, dann machst du mit Dame König matt. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie das ein bisschen zieht, dass sie das so machen, dass Weiß versucht, sich eine zweite Dame zu holen, ohne, also mit zwei Damen matt zu setzen, was in der Art. Maximum Power. Also verloren ist es einfach. Er schreibt die plus 10,09 und dann sagen wir mal hier, das ist ja nicht hier Super Chess System 3 gegen, was weiß ich, den können wir noch machen hier. Und holt sie den der Dame. G8 Dame, Springer C6 Schach, König E6 und so weiter, plus 11. Könnte noch ein bisschen dauern hier. Ich muss die Dame hinstellen. Guck mal, was hier passiert, wenn ich dann eine Dame hole. Ach, holt sie automatisch eine Dame. Ah, dann muss ich wahrscheinlich die Figur ändern. Das ist ja eine Dame. Und ich sag mal User-Entscheid. Es ist einfach eine totgewonnene Stellung. Sowas muss man nicht weiterspielen. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.